Willkommen bei uns zu Tag 8 und es geht wieder mal mit Regen los. Das macht aber nichts. Man muss wissen, wie man Island nimmt und da ist es einfach kein Problem, wenn es ein bisschen Regen gibt. Wir fahren also jetzt von Hersey, fahren wir jetzt in die Berge erstmal. Da gibt es einen schönen Pass, das ist eine Gravel Road, die führt jetzt auf den Hügel da hinauf. Das ist die Nummer 869, glaube ich, und da führt sie eben über die Berg. Wir sind also in totalen Nebeln aufgefahren. Und ja, hatten dann halt hier die Überraschung. Ich melde es, Leute. Schreibt dann die Nummer vom Polizeirevier hin. Ja, genau. Beim Entlassen. Genau. Dass da Nebel ist. Ja, hast geil. Du die Wettervorhersage nicht angeschaut? Nee, doch, aber man muss durch den Monsun haben schon Tokio Hotel geschafft. Boah, ey, wenn wir in die Berge fahren, die F-Straße, wenn da nicht bestes Wetter ist, bleib zu Hause, das sage ich dir gleich. Nee, also das, ich finde das kriminell hier zu fahren. Was? Es geht. Noch. Vor die Alpen her und Südtirol und so weiter kennt man Berge und Meer kombiniert. Also das ist jetzt nichts groß, was ich verpasst habe. Aber wäre schöner gewesen bei Sonne. Wir kommen jetzt aus dem Nebel raus und kommen jetzt Richtung Beach wieder. Und hier oben haben wir also Steilküsten. Wir haben absolut eine schöne Landschaft, felsig und schroff. Kombiniert auch mit ein paar Sandstrände. Das ist ganz nett. Vor allem hier ist es auch so, wenn du hier entlang fährst, hier gibt es fast keine Haltebuchten und auch fast nichts, wo du jetzt zum Strand runtersteigen kannst. Das Horst da unten, das kehrt die Vögel und nicht die Leute. Deswegen ist dort also ziemlich ursprünglich und schön. Und natürlich ist es dort auch ziemlich kalt. Ich meine, wir sind direkt im Atlantik und der hat zu jeder Jahreszeit. Ja, für mich nicht akzeptable Temperaturen zum Boden. Die ganzen Bauernhöfe und Farmen bei Hersey oder Höll hat mittlerweile ein britischer Investor aufgekauft. Ja. Da müssten ja eigentlich immer die Alarmglocken klingeln, aber in dem Fall ist es so, das ist ein anscheinend Philanthrop, der jetzt daran interessiert ist, dort in Ruhe zu fischen. Und er hat über die Jahre einfach das Land aufgekauft, das niemand als Käufer gefunden hat. Es bedeutet also, wenn der Herr sich's nicht anders überlegt, ist dieses Land gesichert als Rückzugsort für Mensch und Tier und nicht für Investoren und ihre Bauvorhaben reserviert. Deswegen fehlt es ganz gut. Also diese Investitionen, die bringen sich an. Und ich hoffe, nach seinem Ableben werden seine Erben so ähnlich denken von dem Ganzen. Diese schroffen Felsen und diese Farbgebung, diese Eisenschichten oder dieses Eisensulfid, was diese Färbung erzeugt, das ist schon immer ein toller Anblick, obwohl man es schon so oft gesehen hat. Aber jede Tageszeit, jedes Wetter bringt diese Farben ganz anders zur Geltung. Deswegen brauchst du dazwischendrin auch mal Regen. Nur Sonne würde deine Optik einfach einfrieren. Das muss nicht geil sein. Als nächstes treffen wir auf ein kleines Dorf, das sowohl der Fischerei zugeneigt ist, als auch, was war das noch, was sie hatten? Ja, sehr viele Künstler dort im Ort, genau. Der Ort heißt Wupna Fjörur. Ich hoffe, man spricht es richtig so aus. Ja? Ich blende den Namen auf jeden Fall mal ein in Schriftform. Das ist mein finales Feigenblatt für irgendwelche Aussprachen in egal welcher Norgesprache.
ich verstehe die deutsche Sprache und die Sprache von den skandinavischen Staaten sind doch eigentlich relativ artverwandt. Aber ich habe damit meine Probleme. Wahrscheinlich liegt es an der bayerischen Aussprache oder Denkweise, keine Ahnung. Irgendwo hakt es da auf jeden Fall. Unsere erste Aufgabe ist heute natürlich erstmal den Regen und das Scheißwetter abzuschütteln. Und hier seht ihr auch schon Karten, wo es bei uns weitergeht. Wir fahren also jetzt über diesen kleinen Ort mit dem unaussprechlichen Namen. Wie ihr hier seht, ist das ganz ordentlich zusammengebaut, das Ding. Passt gut und kann man gut lassen. Auf Fischerdorf heute. Na, die erste Mission, dem Wetter zu entkommen, schaffen wir nicht ganz. Ihr seht, wir fahren nochmal in den Nebel rein. Zwischendrin haben wir es mal wieder ein bisschen aufgeklärt. Und kommen wir am nächsten Dorf vorbei. Hier ist die Landschaft irgendwie grüner. Ich kann es mal nicht erklären, aber es ist mehr grün aus meiner Sicht. So, die zweite Mission ist, wir wollen an den nördlichsten Punkt Islands. Dafür fahren wir die Fjorde und Buchten ganz aus. Kompletti, tutti kompletti. Natürlich entdecken wir weiterhin unsere üblichen Verdächtigen, die Wasserfälle und keine Leit, wie immer. Auch im Dorf, fast umeinander, es sind keine Leute. Ich weiß nicht, was die tun. Die klappen Gehsteig hoch. Ihr dachtet, es wäre bei uns in dem Kaff schon so, dass die Gehsteig hochklappen. Aber bei denen, die haben es nie runterklappt. Also keine Ahnung, wie das da geht. Hier ist es auch eine wunderschöne Ecke. Was man jetzt gar nicht so sehen würde, dieses, ja, sagen wir wieder Hochland, was wir hier haben, wenn wir nicht diese Perspektive hier hätten, aus der wir gerade das Ganze betrachten. Weiter hinaus aufs Meer natürlich, haben wir auch wieder einen schönen Ausblick. Und gerade hier sind wieder ein paar Einsiedlerhöfe rar gesät und die einspurigen Brücken, die wir hier haben. Der isländische Staat und die Regionalverwaltung sparen sich natürlich viel Geld mit diesen einspurigen Brücken. Und sagen wir mal, bei der Frequenz wird es auch eine Fähre fast tun. Also ganz ehrlich, es ist nichts los. Ich hoffe, in der Hauptzeit Juni, Juli ist hier einiges mehr geboten. Wie sieht es jetzt aus mit dem Wetter? Ja, weiterhin grau, aber wenigstens haben wir wieder ein bisschen Sicht. Da können wir eigentlich froh sein drum. Wir wollen auch ein ganz spannendes Kapitel noch aufschlagen. Und zwar, Island war ja ein Stützpunkt schon während des Zweiten Weltkrieges. Und vor allem dann im Kalten Krieg war diese Insel auch relativ entscheidend, obwohl sie mittendrin lag. Aber damals das Sostos-Warnnetz im Atlantik wurde dadurch auch unterstützt. Und auch die NATO hatte hier eine Basis. Die werden wir später auch noch aufsuchen. Langanes ist so eine Spitzinsel, die in der Zukunft mal so einem Tiefseehafen weichen soll, beziehungsweise soll dort angegliedert werden. Wäre natürlich schade, weil das ist eine ziemlich urige Gegend, keine Straßen, ziemlich naturbelassen dort oben. Wenn das dann so kommt, mei, dann müsste man das schon umweltverträglich machen, aber wie soll denn das richtig gehen? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Na, unser nächster Stop ist hier so ein kleiner Ort. Hier steht an der Kirche alles weitere an Instruktionen für unsere Mission. Und zwar unsere Mission ist es jetzt hier runter zu fahren und an dem Bauernhof zu parken. Hier gibt es ein paar Instructions, was man tun soll, um eben dieses Flugzeugwrack zu besichtigen. Das Wrack liegt auf Privatgelände und ja, genau. Ist heute eigentlich eine Art Stall oder so, also... Ja, wir hatten vorab ein Gespräch mit einem Handwerker, der direkt an der Kirche was am Dachel gekriegt hat und eben der ist Verwandtschaft zu dem Bauern, dem das da unten kehrt. Er hat uns dann nochmal ganz genau gesagt, was wir machen sollen und was nicht und daran haben wir uns gehalten. Genau so, wie er es gesagt hat. Ja, hier seht ihr, das ist die halbe Strecke vom Auto auf dem Wegall dort zum Wrack. Der Bauer hat gesagt, bitte bleibt auf die Wege und klettert über keine Zäune. So, der Übertritt ist natürlich so gewollt, ganz klar. Und es sind keine Viecher auf der Bord gewesen, also habt ihr dort nichts, was ihr irgendwie stört. Ja, also weder den Bauern, ja, wenn ihr nicht zwei Grasnarben kaputt habt, oder jetzt auch irgendwie einen Flurschaden anrichtet. Um das Flugzeug herum könnt ihr keinen Flurschaden mehr anrichten, es gibt keinen Flur mehr. Im Großen und Ganzen hat sie dort Natur das Ganze zurückgeholt. Der Bauer hat es auch ein bisschen ausgebaut mit so Holzbrettel innen drin. Und dieses Flugzeug hatte mal der United States Navy gehört, wie das andere Flugzeug, das auf Island auch liegt. Im Endeffekt ist es so, räumt die Navy anscheinend nicht ihren Dreck weg. Und das wissen wir spätestens von Umweltverträglichkeitsstudien und ähnlichen Durchleuchtungen
von dem Verein, was die schon alles in den Weltmeeren entsorgt haben und auch an Land. Unser Weg von da aus führt dann natürlich schick weiter über die Feldweg Gravel Roads hinauf in die Hügel, die strandnah sind. Genau an diesen letzten Zipfel dort oben in Langernes, also gesprochen südöstlicher Zipfel, ist es so, dass wir hier diese Militärbasis finden, die heute ein stark verseuchtes Gebiet ist. Dieser Hochposten wurde bereits 75 wieder aufgegeben und somit ist die Technik und auch die Barracks, die dort oben stehen, verfallen, uralt und quasi nichts mehr vorhanden. Wir haben jetzt hier eine starke PCB-Belastung im Boden, die natürlich nur einen betrifft, wenn man dort irgendwas vom Boden wegfrisst. Was ich ein bisschen kritisch fand, weil dort noch einige Schafe gegrast haben in dem Bereich. Und ich weiß nicht, von dem Schaf würde ich nichts wollen. Und das ist ja auch ungesund für das Tier selbst. Ziemlich komisch. Auf jeden Fall hat die isländische Regierung dieses Gelände beschlagnahmt und so sah es mal früher aus. Das heißt, also es war nichts Großartiges, sondern einfach ein Hochposten, Überwachung, Funk und keine Truppenstationierung, die jetzt bis an die Zähne mit schweren Waffen stationiert war oder so. Die PCB-Belastung wird wohl bleiben und ich glaube nicht, dass die US-Regierung oder die NATO irgendeinen Schadenersatz bezahlt hat. Aber das sollen sich die Isländer drum kümmern. Wir sind hier raufgefahren, weil es erstens nicht weit war und zweitens ich solche verlassenen Orte ganz gerne mag. Das Wetter war natürlich nicht passend, aber für so einen verlassenen Ort, so eine Nebelbank, hat auch was. Also strahlender Sonnenschein wäre, glaube ich, dem Ort vielleicht nicht angemessen. Ehemals so viel Gewalt und Militär und dazu dann noch diese starke Verseuchung. Spannend. Die Sichtung für die Seehund da hat unserem Buren natürlich besonders viel Spaß gemacht und uns auch, weil wo siehst du dich schon mal so frei rumliegen? Oder schwimmen, weil frei rumliegen, so hätten wir es eigentlich gern gehabt, dass sie da sind, aber das tun sie nur, wenn es halt richtig sonnig ist. Und ich glaube auch nicht, dass sie liegen geblieben wären, wenn man im PKW dort oben hinfährt und dann eben auf den Strand schaut oder sonst was. Ja, wir fahren weiter Richtung Norden. Und wir wollten eigentlich in ein Café, deswegen hatten wir auch da gerade umgedreht. Aber leider hat das Café zu und wir waren da in so einem kleinen Gemischtwarenladen. Und da hat die Dame, übrigens geiles Foto oben rechts. Das schaut aus wie ein Schorf, der Felsen. Ja, ganz spannend. Ja, auf jeden Fall, die Inhaberin von dem Gemischtwarenladen hat gesagt, ja, das Ehepaar, das das Café betreibt, ist leider gerade nicht da, weil die lassen sich scheiden und da gibt es ein bisschen Ärger und so weiter. Also, da wurde ich gleich in den Dorfklatsch mit eingebunden. Das war ganz spannend und lustig. Ja, genau. Oh, was sehen wir hier? Also, das ist von einem isländischen Künstler. Den Namen habe ich leider nicht mehr. Ich blende ihn vielleicht ein, wenn ich noch suchen mag oder nicht. Ja. Ist so, dass auf jeden Fall der Herr dieses Kunstwerk geplant hat, Anlehnung an Stonehenge, gerade dort oben im Norden zu platzieren, um dort eben auch Tourismus anzulocken bzw. zu fördern. Ja, die Touristen kommen jetzt nicht in Scharen, aber sie kommen und es sieht ganz spannend aus, finde ich eigentlich dort oben. Er selber ist leider 2015 gestorben und hat die Fertigstellung nicht mehr gesehen. Aber wir haben es gesehen, ich finde, es sieht ganz nett aus. Wir bleiben weiterhin an der Küste und tingeln uns nach Norden durch. Und jetzt sind wir hier in dieser Landzunge, das ist absolut der nördlichste Punkt vom isländischen Festland, wo wir jetzt sind. Hier steht natürlich ein Leuchtturm, wie überall, bloß der ist nicht so klein und knuffig, sondern, und auch nicht orange, nee. Das Ding scheint wohl von Deutschen gebaut worden zu sein. Es ist groß und grau. Nein, im Großen und Ganzen ist es ja so, wie das Ding aussieht, spielt ja keine Rolle. Hauptsache das Lampal oben funktioniert und heutzutage haben die Schiffe ihr GPS und dann gibt es da gar kein Problem. Oh, ich habe doch ein bisschen geschwindelt, der ist doch ein bisschen rot. Ja? So ein Farbtupfer ist dabei. Dann ist das wohl ein deutsch-italienischer Designer gewesen. Ja, wir haben hier oben diese kleine Landzunge, das ist der nördlichste Punkt von Island, wirklich schick und schön. Kann man echt nichts sagen.
Der Nebel hat es natürlich alles wieder verhüllt, so eine Art Christo-Nebel, der die ganze Insel für uns verpackt hat. Leider konnten wir die Verpackung nicht loswerden. War unsere erste Mission, aber wir haben es leider nicht geschafft. So, dieser Leuchtturm ist etwa 25 Meter hoch gewesen und steht dort seit, also dieses Modell steht seit 2008 hier. Der kleine Ort hieß übrigens Rauferhöfen und der Arctic Henge war der Name von diesem Stonehenge-Nachbau. Genau. Und dieser Leuchtturm, den schauen wir natürlich auch nochmal nach. Der ist übrigens nur zu Fuß zu erreichen, deswegen muss man ein bisschen gehen. Der ist Hauden. Ich versuche es gar nicht mehr leid. Ha, ich blende es unten ein. Ja, unsere Reise geht weiter, auch wieder schön oben, möglichst am Meer entlang. Aber das geht jetzt nicht mehr. Wir müssen ein bisschen nach Süden ausweichen und bekommen da aber trotzdem schöne Ansichten. Die Skinner Lohnfarm haben wir jetzt nicht aufgesucht. Und auch weiter zum Riff Stangi sind wir auch nicht gefahren, weil dort oben die Wege nicht exakt ausgeschildert waren und auch sahen mir eher nach Privatwegen aus. Deswegen haben wir davon Abstand genommen. Wir wollten jetzt niemanden stören oder darauf gurken und ganz umsonst, sage ich mal, oben ankommen. Die Mission, dem Scheißwetter zu entkommen, haben wir jetzt endlich geschafft. Und zwar ein Stück weiter südlich in der Schöner Bucht bei Kopaska hieß der Ort. Da haben wir auch schön was gegessen in so einem kleinen Supermarkt, der auch ein Schnapsladen war, Schuhreparatur gab und auch ein, sagen wir, Schnellrestaurant in Anführungszeichen. Gab aber auch Pizza, Burger und so weiter. Wir haben nur was Warmes gegessen und hatten auch noch Glück, dass wir da gerade noch so aufgeschlagen sind, dass die für uns was zu essen gemacht haben. Obwohl es nicht mal 18 Uhr war. Also die klappen anscheinend auch früh die Gehsteige hoch. Dann haben wir noch ein bisschen Kunst und Sonne am See betrachtet. Entschuldigung, at the sea, also am Meer natürlich. Und hier könnte man es auch aushalten, wenn das Meer ein bisschen, obwohl ist das ein kleiner See hier, ist komplett umschlossen von Land. Also doch, war ich vielleicht gar nicht richtig mit der deutschen Formulierung. Also auf jeden Fall, hier könnte man es aushalten, wenn das Wasser ein bisschen wärmer wäre. Ja. Aber auf jeden Fall hat das passt. Genau, hier ist der kleine Laden, wo wir es gegessen haben. Und ich bin dann später nachts nochmal zurück, weil es angekündigt war, dass das Wetter aufklaren soll. Da wollte ich noch den Leuchtturm in Kopaska nochmal fotografieren. Und zwar schön in der Nacht dann halt, wenn es dementsprechend wieder Nordlichter gibt. Und es hat aber nicht aufgeklärt, sondern die Wolken haben alles Nötige verhindert, was schön gewesen wäre. Ich hoffe, mein Assistent hier findet jetzt das Bild noch im Archiv. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit den anderen Bildern und genießt die Serie weiterhin. Ja, bleibt mir treu und vor allem, ja, viel Spaß.